Hey Leute, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Monkey City, beziehungsweise Bloons Monkey City. Und wir werden hier erstmal begrüßt mit einem Newsletter. Und das habe ich auch schon mal gesehen. Oh, das ist auch von den Machern. Können wir uns auch mal angucken. Bloons Adventure Time TT. Wollt ihr das sehen? Können wir uns gerne mal angucken. Ja, danke für den Newsletter, aber wir wollen in unsere Stadt. Und, oh damn, wir haben gar kein Geld bekommen, weil wir das erst claimen müssen, dass es fertig ist. Okay. Aber egal, wir kriegen ja auch Geld durch unsere Quests hier. Bam. Und lappa, Level 7. Noch mehr Money und Quests und so. Noch mehr. Later. Ja, erstmal later. Das da abholen. Erstmal alles abholen hier, was wir können hier. Bam, bam, bam. Wunderbar. Wir haben wieder 2000 Monies und ich würde gerne jetzt langsam anfangen, hier in den Sniper zu skillen. Hier können wir noch nicht. Das ist okay. Naja, stimmt, wir haben ein paar Sachen uns letztens dazu geholt. Dann würde ich jetzt erstmal sagen, wir gucken einmal kurz nach den Quests und dann gehen wir gleich zu den Affen und holen uns ihn. So, was hast du hier? Kalu. Ach ja, Camo, Dingsy. Das sollten wir auch noch bauen, ne? Genau. Packen wir es doch hier so hin. Ich glaube eher hier so im Wald fände ich das ein bisschen cooler. Ah, ich habe nicht genug Geld dafür. Ja, gut, dann machen wir die Quest später. Was haben wir hier für eine? Ah, okay, mit Freunden spielen. Ich habe keine Freunde, Mann. Und was sollen wir hier machen? Tiki-Torches platzieren, okay. 170 kostet ein. Alter, das ist ja ganz schön teuer. Dann platzieren wir aber einfach mal ein paar. Halt, aber lass mich doch mal Deko. Wo sind die denn bei? Hä? Tiki Torches, wo seid ihr? Nein, ich will nochmal hier rüber rein. Zack. In der Deko und dann bei Bäumen, okay. Denn. Ich weiß nicht, platzieren wir da eine. Dann. Ja, da vielleicht auch noch eine. Hey. Zack. Hier will ich eigentlich den Weg denn auch lang führen, ne? Da unten eine hin. Wie viel muss ich denn noch? Junge. Okay, habe ich jetzt alle? Nee, ne? Wie viel brauche ich noch? Noch zwei, oh mein Gott. Die kann ich mir gar nicht kaufen. Wir sollten erstmal sparen. Wir begeben uns ja erstmal hier Richtung den Typen. Wir wollen ihn natürlich befreien und wir wollen uns den Schatz maybe heute auch noch angucken. Ah, so viel wollen wir machen noch hier, ey. Mann, Mann, Mann. Okay, die kommen von da unten. Warum? Okay, ich verstehe nicht genau, was hier losgeht, aber wir machen das einfach mal. Zack. Oh, wir können sogar das hier noch skillen. Super nice. Hier können wir noch nicht. Genau, da müssen wir erst warten. Ich würde hier, glaube ich. Wait. Du gehst auf den Strawkisten. Packen da noch einen hin. Und schneller. Elf Runden ist gerade, ich wollte gerade sagen, ich würde sonst gerne neu starten, dass wir mit 100% Leben durchkommen, aber 11 Runden, oder das ist echt ganz schön viel, du. Wir können sogar ein Monkey Village bauen, aber das ist ganz schön teuer. Ich glaube, hier schon mit einer nicesten Stellen, oder? Und trotzdem relativ viel durch, das. Black and White Bloom can to ping. Okay. Bam.
Ja, das Wasser dann quasi, ne? Jetzt wirst du halt noch relativ viel sparen für das Ding, aber. Oh man, da kommt ganz schön viel durch. Aber egal, noch schaffen wir das. Noch können wir das schaffen. Oh yeah, baby. Okay, gib ab. Vielleicht schaffen wir das noch nicht unbedingt. Da fahren wir wahrscheinlich immer noch zu wenig Einheiten und sowas. So, dann begeben wir uns doch hier einfach. Ich glaube, wir gehen. Oh, das ist aber auch ein. Stimmt, das eine Schatzding haben wir uns ja geholt gehabt. Da ist ein Stern, okay. Ich würde dann erstmal hier gerne weiter ein bisschen Platz machen, dass wir eine große Area bekommen für mehr Balloons, weil da würde ich gerne die ganzen Balloon-Dinger hier sehen. Oh mein Gott. Ah, oh, dieses Licht. Oh, ich liebe es. Tut mir leid, aber ich muss das Lied genießen, Alter. Das ist so nice. Okay, ich mach damit dafür kaputt, wenn ich das so mache und ihr das Lied zum Beispiel auch liebt. Ich weiß nicht warum, aber ich liebe es so sehr, dieses Lied. Oh. Victory! Jawoll! Weiter geht's. Wir müssen auf jeden Fall mal deutlich mehr Money langsam generieren hier, ey. So, zack. Können schon mal starten in der Time hier. Da sollte alles easy drin sein jetzt. Das ganze Game schon. 4 Runden, ja. Lohnt sich ja kaum noch was zu bauen, ne? Vielleicht sollten wir nochmal auf den Sniper gehen, dass wir nochmal einen haben. Also ein Gebäude, ein Sniper-Gebäude, dass wir nochmal einen haben. Weil die Upgrades, ich weiß nicht, ob sich das lohnt, wenn wir da so viele Upgrade-Gebäude von bauen. Weil irgendwann sind wir damit ja auch durch und dann denke ich nicht, dass wir weiter upgraden können und dann wäre es, glaube ich, wasted, die zu haben. Also ich meine, man kann sie auch noch demolieren oder zerstören. Demolieren oder zerstören, das ist genau das gleiche, Tom. Wir können sie ja demolieren oder versetzen oder sowas und ich denke, dass wir an sich genug Platz haben für alles, aber wir gucken mal eben. Was kostet denn nochmal so ein Sniper hier, ne? Packen wir doch nochmal einfach einen da. Ninja-Affe wäre vielleicht auch maybe interessant. Packen wir auch nochmal einen hin. Und das Ding habe ich noch nicht so ganz verstanden. Das sind Spikes, ne? Stimmt, warte. Das habe ich doch verstanden. Warte. Wir machen die nächste Runde. Ich zeige euch, was ich verstanden habe. Ich hoffe, ich habe es richtig verstanden. Aber was die Spikes zu tun haben. Hier, wir haben die hier. Die kosten 30 das Stück. Okay. Zack. Zack. Okay. Also können damit einfach nur Spikes platzieren. 5 Stück insgesamt. Okay. Komm, können wir so machen. Bam. 5 Runden ist dann. Ja gut, da lohnt sich auch wieder. Komm. Hey. Oh, die war schön nach der Runde. Okay, das ist gut zu wissen. Aber wir können auch jede Runde immer 5 bauen, oder? Oder müssen wir das noch irgendwie also weitermachen oder forschen oder gedöns? Komm, ein bisschen viel durch. Egal, letzte Runde. Das sollte jetzt ja. Sollte jetzt ja easy drin sein. Piu, piu, piu. Jawohl, wir haben gesagt. Easy peasy, Alter.
So, das Gebiet hier auch noch freiholen. Dann haben wir auch wieder die geile Mugge. Oh, jetzt gleich kommt die wieder. Oh ja. Bam. Zack. Wir wollen noch mal 5. Das ist ja auch easy wieder, ne? Wir können auch hier unsere Tech-Shooter hier reinpacken in der Mitte. Und eigentlich sollten wir gucken, dass wir auch für alle Affen, die wir so haben, vor allem auch Tech-Shooter oder Bomb-Shooter und so, dass wir für die alle auch die Upgrade-Gebäude hinbauen, dass wir die auch schon mal nebenbei anfangen können zu bauen. Also nebenbei abzuwählen und so, auch wenn das relativ teuer ist. Also das Geld, das dauert echt relativ lange, bis man da genug zusammen hat. Also nicht das, was wir jetzt hier haben, aber das Geld insgesamt, dass wir Gebäude bauen können und Upgrades kaufen können und alles. Aber das wäre auch völlig fein, weil... Ja. Wie gesagt, ist immer noch die Überlegung, ob ich mir das für 4 Euro hole, da das Paket, wo wir auch nochmal extra Geld und diese extra Währung bekommen, recht viel. Kann gleich mal gucken, wie lange das noch zu haben ist. Hier. Noch 3 Tage, okay. Ja gut, da habe ich noch ein bisschen Zeit. Kann ich mir das noch überlegen in der Zeit. So. Weiß nicht, wollen wir da auch schon rüber oder nicht? Sollten auf jeden Fall hier auch Platz machen, weil hier sollten ja die ganzen Lehrdinger hin, die wollte ich hier maybe machen. Wie sieht das mit noch einer Affenplantage aus? Die können wir wahrscheinlich bei Weitem noch nicht bauen. Oder dürfen wir noch nicht bauen, ne? Oder war das hier? Ich vergesse das immer. Stimmt, das Ding wollten wir auch noch bauen. Oder sollten wir bauen? Das war ja von der Quest her. Was wir aber auch machen sollten, ist hier bei Deko, bei Baum, auf die Tiki-Fackeln gehen und dann auch eben auch nochmal platzieren, jetzt einfach hier. Einfach hinpacken eben, dass wir die Quest fertig haben, weil das wäre sonst hard-wasted Geld, was wir da schon rausgehauen haben. Und ja. Das ist halt ein schweres Level, ne? Und deswegen weiß ich nicht. Ich glaube, wir machen erstmal hier ein bisschen den Weg frei, dass wir für die Upgrade-Gebäude und sowas. Weil ich muss ja immer so ein... Also ich muss das ja alles ein bisschen anders planen, als man das wahrscheinlich normal spielen würde. Weil ich muss das ja so planen, dass wir quasi tagüber chillen können. Und dass wir in der Zeit so viel möglich rausholen können. Und finale Runde schon, aber das ging ja schnell. Weil ich ja nur einmal am Tag immer aufnehme. Also so ist jetzt der Stand, dass ich das machen möchte, wollen, tut und führt und so. Deswegen muss ich da ja mal gucken, dass ich so effizient wie möglich das am besten mache, dass wir die Zeit, wo wir nichts machen, dann ja. Weil ich meine, ich könnte das natürlich auch im Hintergrund laufen lassen, das Spiel, oder allgemein ab und an mal reingucken und dann die Upgrades und so holen. Aber das wäre ja auch ein bisschen doof. Also vielleicht machen wir das irgendwann, wenn es too much wird und man viel zu lange warten müsste und alles. Mal gucken. Maybe machen wir das, maybe not. Also wir werden es sehen. Also mit wir meine ich, ihr werdet sehen. Also ich natürlich auch. Also ja, doch wir, also... vergesst den letzten Satz, den ich gedroppt habe. Streicht das aus eurem Kopf, okay? So. 5 Runden, das sollte ja auch easy sein. Allerdings rennen wir auch noch einmal kurz ab und dann haben wir eh schon... Ich glaube, so haben wir eigentlich schon eh gewonnen. Wir hätten wahrscheinlich nicht mal den zweiten Datenmarkt bauen müssen, aber... wer kann, der kann. Und wer es nicht kann, der... Genau, der kann es nämlich nicht. Gibt Sinn, ne? Ja. Und los, komm. Gib mir noch das Money. Jawohl. Für die letzte Runde noch eben zusammengesammelt hier. Ich bin auch gespannt, ob und wann wir die erste Morb sehen. Ob sie überhaupt hier drin sind und wann wir das erste Mal eine Morb sehen. Für die Leute, die Balloons Tower Defense an sich nicht kennen. Eine Morb ist quasi... oh, wir haben 2 Dinger fertig. Sehr nice. Oh, wir haben Level Up damit. Sehr nice. Eine Morb ist ein riesiges... Ich wollte sagen Raumschiff, das wäre falsch. Feelbank, Crazy Kredit. Get City Cash Cheap. Stealing of Banks kostet... okay. Okay. Fullbank. Ah, so können wir die... okay, ich verstehe es. Jetzt haben wir mehr Einheiten, das ist fein.
Maybe probieren wir damit dann nochmal das Level. Maybe. Ich mach erstmal hier eben gleich nochmal frei. Oh, wir haben neue Quests. Wir gucken mal rein. Hallo? Was haben Sie denn? Build a Balloon Inflation Factory. Inflation Infili Factory. Was ist das denn? Was macht das? Wir packen das. Hier würde ich die gerne hinsetzen. Okay, bauen wir. Kein Problem, bauen wir. Wir machen eben Platz dafür frei. Ich finde es nämlich auch ziemlich nice, dass man quasi unendlich die Gebiete angreifen kann und alles und dann nicht irgendwie limitiert ist mit. Kann man nicht mit zwei Snipern maybe das schon easy schaffen oder so? Ja, easy vielleicht nicht, aber. Ah, Village reduziert die Upgrades im Radius, das ist cool. Ninja Affe ist auch ganz schön krasse Range hier. Den will ich auch upgraden, definitiv. Ninja Affe ist auch einer der nicesten, also einer der coolsten Affen. Das war damals in meinen ersten Balloons, Tower Defense und so, die ersten, die ich damals gespielt habe, war Ninja Affe mein Favorite Affe. Ich habe den einfach geliebt, weil er war super nice. Und irgendwann habe ich die Scharfschützen echt lieben gelernt. Ich glaube, es war sogar in Bloons Tower Defense 6. Da habe ich, glaube ich, angefangen, die Scharfschützen lieben zu lernen. Lieben und ehren zu lernen. Okay. Den Bereich wollen wir auf jeden Fall noch frei machen. Danach gucken wir uns die nächste Quest einmal auch an. Aber wir wollen erstmal das komische Ding da, was auch immer es macht und produziert und so für uns, erstmal frei machen. Oh, hier sind natürlich Sniper OP. So. Dann gleich wieder ein Ninja Affe und dann sollte eh safe sein. Weil wir können auch einfach den hier hinpacken und sollte auch eigentlich relativ safe alles sein. Eigentlich sollte man sagen, machen, tun, aber hey. Sieht gar nicht so super safe aus. Aber sobald wir dann Upgrade haben, durch den Erschießen und so, könnte das halt schon ziemlich nice sein. So, packen wir den dahin. Und dann machen wir höher Range, dann kommt der da und da oben dran. Das ist nice. Acht Runden sogar. Da lohnt sich ja sogar der aufzubauen, Mensch. Sind die Dinger auch günstiger? Nee. Was bringt denn, was ist denn die Affenfaust an der Seite? Eidon Knoblauch, Alter. Eidon Knoblauch. Vielleicht habe ich auch gerade so einen mega krassen OP-Buff an oder so und alle denken, die das Spiel kennen, denken sich nur, what? Warum benutzt du das denn nicht? Und bla. Und ich nur so, hi. Die Sniper sind einfach so nice, ey. Kommt da einer durch und dann musst du nicht 5 Jahre warten, bis er dann irgendwann mal wieder irgendwo ankommt, sondern. Ja, easy, Alter. Sniper, OP, OP. I like it, meine ich. Ich glaube, ich mache hier hinten auch nochmal ein, vorsichtshalber. Weil hier splitten die sich ja auch nochmal. Weil da ist ja maybe hoch oder nach links und der ist einfach Backup safe nochmal ein bisschen, falls da einer wirklich so weit durchkommen sollte. Was ich bezweifle, aber maybe passiert es deswegen. Vorsicht ist besser als Nachsicht. Wisst ihr aber wie scheu, ne? Und wir haben mittlerweile 55 Leben am Anfang, Alter. Das ist ziemlich nice. Wenn man durch dieses Level ab. Ich bin mal gespannt, ob es auch ein Maximum Start Money und so gibt oder ob man irgendwann so OP sein kann, dass man keine Ahnung, quasi einfach instant den stärksten Affen raushaut oder irgendwie sowas, weil man Level 5000 oder sowas ist. Das wäre ziemlich cool, sowas. Ich mag das allgemein, wenn man sich selber, wenn man sich so ein bisschen OP machen kann. Hier ist, scheint der Ninja-Affe einer der guten Einheiten zu sein. Dann würde ich sagen, jo, platzieren wir doch einfach einen hier. Zack. Starten wir schon mal eine Runde. Als nächstes würde ich nochmal gerne einen Snipper holen. Weil wie gesagt, wenn da einer wirklich durchkommt hier hinten am Ende, dann kümmern die sich die Snippers drum und das ist halt ziemlich nice. Dann müssen wir nicht panikmäßig einen Affen hinten hinsetzen, weil wenn man Panik, dann verkackt man das meistens und dann lohnt sich das eh nicht. Aber Ninja Affe definitiv auch, sollten wir noch ein Upgrade Center noch holen in dieser Folge.
Oh, wow. Diese Folge ist doch schon wieder 20 Minuten, Alter. Das ist das Problem, weil am Anfang gibt es halt noch so viel, was man tun kann und alles. Und da geht halt die Zeit super schnell um. What the heck? Okay, aber gut. Ich weiß auch noch nicht, ob ich das einfach nur ein normales Let's Play, so wie es letztes, laufen lassen soll. Oder ob ich da maybe auch was schneiden soll und so. Aber ich denke mir dann immer, wie und was soll ich dann schneiden? Soll ich sagen, okay, wir machen jetzt diesen Bereich hier frei, den wir gerade dabei sind, frei zu machen. Und dann einfach Schnitt und dann ist der Bereich frei oder... Ich weiß nicht, weil das finde ich auch irgendwo doof, weil dann sieht man ja auch nicht wirklich was vom Spiel. So, dann kann ich ja auch Aufbausimulator 3000 spielen. So, dann kann ich einfach eine Stadt aufbauen und mir 5 Milliarden Money cheaten und easy so. Ich weiß nicht, hat man ja auch nicht wirklich was von, oder? Wie seht ihr das? Sollte ich irgendwie in diesem Projekt schneiden? Und wenn ja, was sollte ich so groß rausschneiden? Oder keine Ahnung. Ich müsste halt gucken, ob ich irgendwie bei OBS das machen kann, dass ich meine eigene Tonspur separat habe und die Spieltonspur separat habe. Weil dann könnte ich noch diese Runden könnte ich jetzt einfach schnellern und dann einfach rüberlabern, also dann labern oder so. Oder ich muss das halt so machen, ich nehme das auf, spiele, keine Ahnung, 20, 30 Minuten, dann bearbeite ich das, mach fertig, render das und dann gucke ich mir das zusammen mit euch an quasi, kommentiere das nach und dann kann ich halt die Runden und alles schneller machen, aber ich weiß nicht, ich finde halt nachkommentiert Zeug irgendwie immer ein bisschen meh. Ich weiß auch nicht, ob ich nachkommentieren könnte. Also vor allem, wenn ich das selber schon mal gemacht habe. Ich meine, wenn ich jetzt irgendwie bei jemand anders jetzt reingucken würde und daher das irgendwie nachkommentiere oder so, wäre das, glaube ich, deutlich einfacher, als wenn ich das bei mir selber machen würde, weil, ja, was soll ich denn sagen? Ja, ich habe jetzt hier zwei Linien auf mir hin platziert und sowas und blablabla und sowas. Ich weiß nicht, so wie bei zum Beispiel bei LOL, wenn ich da jemanden zugucke, da nachkommentieren, ich weiß nicht warum, aber es macht mir mega Spaß, sowas oder allgemein das zu kommentieren, so, auch wenn man sehr viel Blödsinn manchmal dabei labert. Aber das finde ich, macht mega Spaß. So. Ich wäre auch wahrscheinlich ein lustiger Kommentar. Also ich würde gerne kommentieren und sowas, aber ich glaube, ich weiß nicht. Einfach brauchen wir wahrscheinlich deutlich mehr Fachwissen für die Spiele. Dass man da ein bisschen mehr individuell drauf eingehen kann und auch den Zuschauern dann erklären könnte, hey, das und das ist gerade wirklich passiert und so. Und ja, also das war funmäßig, denke ich, bin ich okay, bin ich gut, kann man machen, aber nur für professionellen Bereich definitiv nicht, denke ich nicht. Okay. Jetzt haben wir den Bereich hier fertig. Das heißt, wir können auf den Kollegen hier, was tut das genau? Hier, die Factory bilden. Bam. Okay, und wir wollten das andere Teil auch noch bilden, aber das können wir auch nicht, jetzt nicht mehr bilden, weil wir einfach kein Geld mehr haben. Ninja-Affen-Dojo wollte ich auch noch, genau. Da können wir das auch noch upgraden, nebenbei, den Ninja-Affen. Dann maybe die Reißnägel auch, weil die fände ich auch interessant abzugraden. Dann haben wir relativ viel, was jetzt dabei ist. Upgraden können wir noch nicht wirklich. Require Building Camo. Ach ja, stimmt, dieses Camo-Dings da. Das war aber 1,5, ne? Ja, da kommen wir halt jetzt nicht mehr so easy hin. Könnten natürlich noch Wege bauen, das wird halt auch wieder nur Geld kosten. Wir testen nochmal die Map hier, die schwere. Und wenn wir das nicht schaffen sollten, dann gucken wir, was wir beim nächsten Mal schaffen mit dem besseren Upgrade. Auf jeden Fall, da haben wir ja definitiv ein besseres Upgrade von dem, Scharfschützen. So. Oh, vielleicht sollte ich nicht. Ich würde halt jetzt gerne sparen und auf den Ninja-Affen gehen, weil der ja auch relativ schnell angreift. Das ist aber, glaube ich, gar keine gute Idee, oder? Wir tryen mal. Machen wir den damit hin. So. Bam, bam, bam. Weil wir sieht der greift halt relativ schnell an. Bam, 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 bam. Oh, das war doch eine gute Idee. Auch wenn wir relativ viel Leben verloren haben. So. Machen wir hier nochmal
für den Anfang einen, der hier noch ein bisschen sich drum kümmert. Bam, bam, bam. Ich glaube, es ist auch relativ gut, dass wir die nicht auf Stärksten lassen. Weil wenn hier einer ist, dann greift ja keiner mehr von meinen Affen an. Da ist das, glaube ich, deutlich besser. Und dann würde ich hier, glaube ich, noch einen machen, dass der so in diese Reihe schießen kann von den Dartaffen. So, hier. So. Okay. Höhere Range brauchen wir maybe erstmal noch nicht bei dem. Da würde ich dann jetzt eher drauf gehen, dass wir noch einen holen und den hier irgendwo platzieren. Könnte ganz nice sein. Machen wir den da so hin. Oh man, da kommt ganz schön viel durch. Okay, vielleicht schaffen wir es beim nächsten Mal. Vielleicht beim nächsten Mal. Wer weiß, wer weiß. You can out of life on round 6. Ah, okay. Aber das schaffen wir maybe beim nächsten Mal. Wie gesagt, wir haben ein paar Upgrades, die dabei sind, gemacht zu werden. Was haben wir denn noch für eine Mission? Wir gucken mal eben nach. Was haben wir hier? Was bist du? König? Capture 40 von den Dingern. Okay. Würde ich sagen, zum Abschluss machen wir nochmal so eine Runde. Einfach nur wegen der geilen Mugge. Und da sind wir damit auch durch für heute. Und ich habe mir übrigens überlegt, das habt ihr auch im ersten Part an sich dann auch gesehen. Solltet ihr auf jeden Fall gesehen haben. Das Thumbnail, was ist quasi das Ende von meiner Aufnahme. Soll ich so beibehalten, dass ich das Ende nehme? Dass man quasi sieht, wie unsere Stadt sich entwickelt hat in der Aufnahme. Oder sollte ich da doch lieber dann, keine Ahnung, rauszoomen und das vielleicht ein bisschen verpixeln oder irgendwie sowas? Oder doch gar nicht machen, sondern eher nur den Anfang quasi immer screenshotten, wie es am Anfang aussah, dass man auf dem Thumbnail gucken könnte, wie es aussah und was wir dann gemacht haben. Und dann im nächsten Part sieht man dann das Ende vom... Also jetzt würde ich schon einen Screenshot machen vom Ende dieses Parts. Und das wäre das Thumbnail für den nächsten Part. Wenn ihr versteht, was ich meine damit. Was wäre cool. Also ich bleibe jetzt erstmal dabei, solange keiner was sagt, dabei, dass ich einfach das Ende immer screenshot und das dann als Thumbnail nehme, dass man dann den Progress sieht, was wir da gemacht haben. Auch wenn, also wenn man das Spiel vielleicht gar nicht kennt, dann sieht man das vielleicht gar nicht. Aber wenn wir halt irgendwann ein recht großes Gebiet haben, wäre es halt ziemlich cool. Weil dann kann ich irgendwann, keine Ahnung, ihr seht ja, ich kann nicht weiter rausscrollen. Dann haben wir irgendwann hier angefangen, was zu bauen. Dann könnte ich halt einfach hier so in diesen Bereich gehen, das hier als Thumbnail dann nehmen oder so. Wie gesagt, könnt ihr gerne in den Kommentar schreiben, was ihr dazu sagt, wie ihr das finden würdet. Und wir haben noch ein bisschen Money über. Wir gucken mal, upgraden. Da haben wir das Ding noch nicht. Weil du bist auch ein Sniper-Gebilde, ne? Das heißt, du, mein Snipey-Dingsy, du hier, dich packen wir. Ich kann das einpacken, wie lustig ist das denn? Ich packen wir da oben mit hin. Machen wir vielleicht noch einen, dann haben wir da oben drei Sniper. Hier könnte man jetzt auch nochmal, ich weiß nicht, warum das immer speichern muss, das Layout-Dings hier, aber gut. Ja, wir bauen es mal fertig. Oh, wait. Ich habe da ein bisschen verkackt, sehe ich gerade. Ich wollte doch das Upgrade-Teil für die Spikes bauen. Und nicht noch eine Spike Factory. Okay, das war natürlich doof. Nein. Ich will ja schon speichern, ja. Das war natürlich dämlich. Das sollte so nicht sein. Upgrades für die Spike Factory. Bam. Dann, das haben wir. Bumerang brauchen wir gerade noch nicht. Nagel Factory und so, das können wir alles sonst noch nicht. Dann, den Bomb Tower haben wir auch. Dann können wir das auch dahin packen. Was haben wir hier eigentlich noch hingebaut? Das Ninja Dude, okay. Das heißt aber, dass wir auch den Bombenturm da wegbewegen sollten, weil der ja auch nicht dahin gehört. Weil der ist ja auch ein Affengebäude. Und ich wollte hier ja die
die ganzen Teile machen. Kann ich den auch bewegen? Oh, kann ich. Das ist cool. Dann machen wir das hier hin. Das ist am Anfang so das große Ding. Und dann kommt hier die ganze, das ganze Teil hin. Also wo wir alle Sachen lernen und sowas. Ich glaube, wir bauen jetzt noch einen Sniper, packen den, bauen den auch fertig, wenn wir dafür das Geld haben. Das war der falsche Knopf. Ja, ich habe ja nichts geändert. Ich glaube, so viel Geld haben wir gar nicht, um nochmal eine Sniper-Butze zu bauen, oder? Ne, kostet 200. Okay, haben wir nicht genug. Und das andere alles können wir uns auch noch nicht leisten. Okay, wir könnten noch einen Dart-Monkey, aber bin ich jetzt nicht so der Fan von. Das ist das nächste Ziel. Maybe sollte ich doch ab und an reingehen und Sachen machen. Weil 1500 und wir kriegen halt hier jeweils 500, wenn die voll sind. Maybe sollte ich da doch ab und an reingehen und alleine das Geld abholen, oder? Wäre das. Sollte man das machen oder sollen wir wirklich erstmal dabei bleiben? Wenn ich spiele, nehme ich auf und fertig. Wo haben wir denn nochmal die Affenplantage-Dings hier? Ich wollte da nochmal nachgucken, ob wir noch eins bauen können. Hier müsste es, wenn dann bei sein, ne? Da kann man eine große Bank und sowas. Auf die ganzen Sachen bin ich halt echt gespannt, auf die ganzen Upgrades und so, die da noch kommen. Das Labor. Ah, hier haben wir irgendwas mit Morb-Dingern auch noch. Okay. So ein Labor noch von Blumen-Dings. Packen das auch mal hin. Aber wir haben gar kein Geld dafür, ne? Ha. Ich würde gerne noch eine Plantage bauen. Ich habe vergessen, wo drunter die ist. Wir können die upgraden, aber dafür haben wir noch nicht das richtige Level. Wir haben auf jeden Fall ein Ding, den wir einsammeln können. Das machen wir dann beim nächsten Mal. Da haben wir ein paar Sachen, die wir einsammeln können. Ja gut, wir könnten natürlich jetzt auch just for fun, also tryhard-mäßig auf die auf 20 Gold noch warten. Oder wir machen noch eine Runde, aber wir sind halt eh schon drüber. Komm, eine Runde machen wir noch eben ganz schnell durch, dass wir dann beim nächsten Mal 3 Sniper haben können. So, so, starten, volle Pulle. Das Teil dahin und dann sollte jetzt eh quasi die Runde. Und 7 Runden geht hier sogar. Jawohl, Alter. Letzte Runde wollte ich machen und dann geht das so lang, ey. Das ist doch, keine Ahnung. Das ist ja gar nicht schlecht, da können wir da noch einen setzen. Eigentlich wollte ich davon gar keinen zweiten zwangsweise bauen, sondern, also klar, irgendwann schon, aber jetzt noch nicht, weil eigentlich war das geplant, dass das da Upgrade-Ding werden sollte, ey. Ja gut, machst du nichts, ne? Aber hey, zum Beispiel haben wir nochmal die geile Mucke. Das ist ja auch was wert, ne? Ich will überlegen, beim nächsten Mal haben wir dann halt auch kein Geld wieder zum Upgraden, weil wir dann das ganze Geld raushauen für das eine Gebäude. Aber es wäre eigentlich auch nicht schlimm, weil wir machen dann ja durch die Runden wieder Geld, ne? Ich bin ein bisschen zielgespalten. Einerseits würde ich halt auch gerne einfach so ein bisschen nebenbei Geld sammeln, dass wir dann immer gar recht viel Geld haben zum Ausgeben und so. Andererseits würde ich das aber auch nicht machen. I don't know. Bam. Ich bin echt gespannt, ob wir irgendwann mal richtig hohe Runden und so haben. Und wie gesagt, ob es irgendwann auch Mobs gibt. Da bin ich auch noch sehr, sehr gespannt drauf. Okay, genug Geld haben wir zusammen. Dann holen wir uns den. Den letzten Sniper, der hier oben fehlt. Zack. Und damit würde ich sagen, das war die Folge für heute. Wir machen beim nächsten Mal dann weiter. Natürlich wieder Quests. Und dann hoffentlich schaffen wir dann auch die Level, dass wir den einen Typen da befreien können. Das ist auf jeden Fall immer noch das Ziel, dass wir den Typen befreien. Mich interessiert auch das hier, weil hier sieht das aus, wären ein paar Bananen und sowas. Also so ein bisschen dschungelmäßig. Vielleicht gibt es auch irgendwas Cooles. Auf jeden Fall Plan ist, den zu befreien. Hier auch noch ein bisschen ausbauen, dass wir das mal erweitern können hier. Die
Upgrade-Dinger. Und hier soll erstmal die ganzen Gebäude hin. Mal gucken. Wir haben ja nach oben hin hier so recht viel Platz noch. Wir können auch sonst das hier alles noch dazu nehmen oder so. Mal gucken, sehen wir dann. Auf jeden Fall. Weil wir haben ja auch, wenn wir sehen, nur eine gewisse Anzahl von Dingern, die wir bauen dürfen davon. Also von daher, ja, lassen wir uns überraschen. Gucken wir uns das an. Und dann sehen wir uns hoffentlich auch beim nächsten Mal wieder. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Falls es euch gefallen hat, würde ich mich über eine Bewertung und über einen Kommentar freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Bis dann, euer Tom. Ciao, ciao und bye, bye.